Hallo, hier ist Anna von Annas Paperbox und heute möchte ich euch eine kleine Box zeigen, die ich mit den Stanzformen Perfekte Päckchen gemacht habe. Und das hier ist die Originalversion, also so sieht sie aus, wenn man sie ganz normal macht. Und heute möchte ich eine machen, die ist kleiner. Vor einiger Zeit habe ich euch schon gezeigt, wie man eine große macht, die zeige ich euch nochmal. Das war die hier. Wie ihr seht, ist die um einiges größer in der Höhe. Also die Grundform ist gleich, aber die Höhe ist ja dreimal so hoch, sage ich mal jetzt. Ja, kommt hin. Und heute möchte ich aber eine machen, die ist ja knapp die Hälfte. Die wird so, also die Tiefe von der ist 2 Inch, ungefähr 5 cm und ich möchte sie halt ja quadratisch machen, also 2x2. Gut, was wir dafür brauchen, ist ein Stück Designerpapier oder Farbkarton. Ich nehme Designerpapier und aus einem Bogen Designerpapier kann man 3 Schachteln machen, weil wir brauchen nur ein Streifen von 4 Inch Breite, ja, der über die gesamten 12 Inch geht. So, dann brauche ich jetzt erstmal die Backshot. Und ich habe hier auch schon die Form. So, damit ich jetzt hier, das passt jetzt hier ganz genau drauf, damit ich das jetzt hier damit ich die 2 Formen rauskriege, muss das alles ganz genau. Und ihr seht, also ich lege es hier an der Kante, an der Oberkante ab und an dieser Seitenkante. So. Und dann passt das auch hier oben perfekt. Ich fixiere das Ganze aber jetzt nochmal mit einem Stück Klebeband. So. Das war Nummer 1. Und jetzt kommt Nummer 2, das kann ich hier wegmachen. Und auch hier wieder. Das kommt hier an der unteren und an der linken Kante angelehnt. Ein bisschen weiter rein. So. Und dann passt das hier perfekt. Auch hier sieht man das. Ja. Im nächsten Schritt werde ich jetzt die Form hier kürzen. Dafür, also ich will sie ja beide Seiten praktisch auf die Breite bringen, also muss ich das hier abschneiden. Aber ich schneide das nicht einfach ab. Ich nutze hier für die Form. Ich mache das mal andersrum. So. Einmal umknicken und dann werde ich mir hier das Markierung machen. Ich hoffe, ich sehe das jetzt hier gleich auf dem Papier. Na schau, ansonsten drehe ich es um. So, jetzt muss ich das Teil, also so ist die Form ja normal. Ich schiebe das Ganze jetzt
hinunter bis zu meiner Markierung, und zwar das, diese äußerste Ecke, auf die Markierung trifft, die ich hier mir vorher gemacht habe. Muss natürlich dann auch hier oben, dass es, wenn man hier so leicht dagegen drückt, dann spürt man den Widerstand, also da, wo die Schnittkante ist. Und die muss da sein und wie gesagt hier entlang fahren und dann bis zur Markierung. Die ist dann hier, wie ich jetzt gerade sehe. So, okay. Alles schön gerade und auch wieder festkleben, damit nichts verrutscht. Und dann einmal durchkurbeln, aber nicht komplett durchkurbeln, sondern nur bis hierhin, also praktisch bis hierhin, damit, weil hier möchte ich ja nichts mehr schneiden oder falzen, also wirklich nur bis dahin durchkurbeln. Okay, und zurück. Je nachdem, was für eine Maschine ihr habt, man spürt es eigentlich beim Durchkurbeln, wo der Widerstand ist, wenn man hier drüber gefahren ist. Und voilà, ab ist es. So. Ich lasse das so, wie es ist. Ich lasse es so, wie es ist und nehme mir jetzt das andere Teil vor. Auch wieder so. Und jetzt ist es hier eigentlich einfacher, weil ich das kann ich jetzt anlegen. Dass es passgenau hier drauf liegt und auch hier wieder einmal kurz festkleben. So, einmal hier, so. Und nochmal dasselbe. Nur bis dahin und zurück. Und auch das ist jetzt gekürzt. So, jetzt kann das alles wieder hier raus. Okay, und wir haben unsere kleinen Schachteln mit Original Klebelaschen. Und ja, das war das erstmal. Und jetzt werde ich mir noch ein paar Deko-Elemente ausstanzen. Aus demselben Set wie die Stanzform, perfekte Päckchen. Das hier und das Etikett. Das Etikett hier, dieses Etikett aus Vanille. Und die Verzierung aus Olivgrün. Nein, nicht Olivgrün, Moosgrün. Sorry. Okay. So. Das war es. So, jetzt zurück zur Schachtel. Die wird jetzt erst einmal faltet. So, noch hier wieder das eine Dreieck am Boden nach außen und oben die beiden Dreiecke nach innen und das hier nach außen.
Okay. So. Einmal kleben. Dafür nutze ich den Flüssigkleber. Und hier auch wieder darauf achten, dass die Falzlinien aufeinandertreffen. Also hier und hier unten. Ups. Jetzt. Fast fertig. So, hier die zwei Ecken, wo die Dreiecke sind. Da wird jetzt erstmal Kleber auf die Dreiecke gegeben. Die sind ja gleich geblieben. Das Einzige, was wir verloren haben, sind die... Moment, ich mache das mal richtig auf. Ist halt... jetzt ist halt dieser Mechanismus zum automatischen Schließen der Box. Das haben wir jetzt hier nicht, aber das macht nichts. So, einmal reindrücken und die Box so auseinanderziehen, dass die beiden Dreiecke nach außen kommen und festkleben. So, ui, da war ein bisschen viel Kleber. So, wenn wir jetzt die Box hier zumachen, also zudrehen, die geht zu, klar, man sieht es, aber die ist halt nicht so fest wie halt bei der großen Box. Um das Ganze ein bisschen stabiler zu machen, habe ich jetzt mir hier, habe ich es mir zurechtgeschnitten. Nein, macht aber nichts. Mache ich es jetzt. Schneide mir jetzt ein Quadrat von 2 Inch zurecht oder 5 cm. Und das werde ich als Boden hier reinlegen, so dass ich halt einen etwas festeren Boden habe, aber ich werde das Ganze festkleben, damit der Boden halt drin bleibt. Dafür, also ich hoffe, man kann es sehen. Also hier ist ja dieses kleine Nipsi, was übrig geblieben ist auf der Seite. Ich hoffe, man sieht es. Und hier auf diese Ecke mache ich jetzt etwas Kleber. Nur auf diese eine Ecke. Also, wenn hier dieses kleine Nipsi ist, in die Ecke. Nicht zu viel. Okay. Und da klebe ich jetzt mein Quadrat drauf, der Boden. Ich habe das nicht komplett zugeklebt. Klar, man kann es komplett zukleben, aber wenn ich es nur an dieser einen Ecke zuklebe, also fest dran festklebe, dann kann ich die Box immer noch zuklappen. Falls ich mir also einen Vorrat an diesen Boxen machen möchte und die nicht alle schon fertig als Box verstauen möchte, sondern praktischer flach zusammengelegt und ich trotzdem den Boden haben möchte, dann passt es, wenn ich es so einklebe, nur an dieser einen Ecke, dann kann ich es nämlich, wenn, so,
Boden ist drin. Er ist festgeklebt. Ich kann ihn nicht verlieren. Und die Box ist trotzdem noch faltbar. So. Dann oben und unten zumachen. Und wir haben die kleine Version der Box. Nochmal als Vergleich die große. Ja, etwas größer wie die Hälfte. So, jetzt fehlt noch die Deko. Dafür nehme ich das filigrane Teil. Das hatte ich mir vorher schon ausgestanzt. So, und das wird jetzt... Also Moment, ich mache das nochmal auf. So, der Deckel, der geht ja hier etwas über und auf das Teil, was oben drüber aufliegt, da klebe ich jetzt erstmal dieses Teil und zwar nur auf einen Teil natürlich, sonst kriege ich die Box ja nicht mehr auf. Dafür verwende ich hier das doppelseitige Klebeband. Okay. Man muss es ein bisschen fester aufdrücken. Jetzt so. Einmal mittig drauf und festdrücken. So, hier kommt jetzt das Etikett in Vanille drauf, auch das wieder mit doppelseitigem Klebeband. Nee, das ist zu viel. Das ist recht voll. Und auch hier kommt noch mal etwas Band drauf und hier mache ich jetzt erstmal mit dem Kupferband und zwar ist das Geschenkband in Kupfer, ein Stück davon, ein großzügiges Stück, denn ich werde es auseinanderziehen. Stop. Das Schutzband sollte ich vielleicht abmachen. Jetzt brauche ich noch mal ein Stück Vanillefarbkarton und meinen Stempel. Ich habe diesen kleinen süßen Stempel Frohe Weihnachten aus dem Set Festtagsglanz genommen. Den möchte ich nämlich in Kupfer stempeln und da es so eine schöne große Fläche, Stempelfläche hat, kommt die Farbe besonders schön zur Geltung. Ja.
Wunderbar, das muss ich jetzt noch einen Moment trocknen. Und das beschleunige ich jetzt ein wenig mit dem Erhitzungsgerät. Bin gleich wieder da. So, das ist trocken. Das schneide ich mir jetzt zurecht. Und zwar direkt an der Kante. Und das hier kommt wiederum auf ein Stück Farbkarton in Waldmoos. So, hier lasse ich mir ein Millimeterchen Rand, nicht zu viel, gerade mal so, dass man das Grün sieht. Ups. Und das wird mit ein paar Dimensionals aufgeklebt. Dafür nehme ich mir den Rand hier. Ist nämlich kleiner. Und das war's. Machen hier meine zwei kleinen Schachteln, einmal in normal und einmal ein Stück kürzer, wenn man mal ein kleineres Schächtelchen braucht. So, hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachbasteln und bis zum nächsten Mal. Tschüss.